Recht herzlich willkommen zur 94. Folge von Simotrans. Ja, wir waren letztes Mal hier dran, ja, und da müssen wir nochmal reingucken, was wir denn da so machen müssen. Weil da sind ja einige Sachen noch auf. Also da muss die Gerste nach zur Brauerei. Das passiert hier über die LKWs, die wir letztens genommen haben. Dann haben wir hier Mühle aus Deutsch. Wir müssen das Fenster mal gerade ein bisschen größer machen. So. Das ist die Frage, welche Mühle das ist. 118, 450. Hier haben wir eine Mühle, ne? Aber das ist nicht die, oder? Doch, 118, 450. Das bedeutet, die wird auch angefahren. Alberthafen, Dresden. Döbelmühle Betriebshof. Döbelmühle Betriebshof ist hier. Döbelmühle Betriebshof, Döbeln Waldweg Hafen. Okay, das heißt, die 121 und die 212 werden nur nach oben abgefertigt. Der Rest nach da links. Und hier waren wie viele LKWs drauf? Ich glaube, wir müssen da lang nach Döbeln, ne? Ja. Das ist der richtige. Weil der wird woanders hin, ne? Oder? Nein, das ist nicht der richtige. Hier, der ist der richtige. Der fährt da jetzt hin. Ist das nur ein LKW? Nein, da sind noch drei andere, oder? Lass mal gerade schneller laufen. Gucken, wer da noch hier hochfährt. Da fährt noch einer hoch. Okay. Also da passiert ja jetzt was, ne? Nun ist die Frage, ob es mehr oder weniger wird, ne? Das wäre wichtig zu wissen. Im Prinzip wird es nicht weniger, weil der Hof halt auch nachproduziert, ne? Ja, und da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, das passt schon so in dem Sinne. Und der produziert ja wie bekloppt, ne? Das ist das Nächste. Ist ja auch nicht schlimm, kann ja ruhig, obwohl das Letzte, der Flachs, der ist nur zu 70% ausgelastet, aber okay. Läuft, da können wir auch gar nicht, wir können noch mehr abholen. Das würde sich ja wieder erst mit der Gegenstelle sozusagen, die Abnehmer ist, warte, nee, da müssen wir wieder dahin. Muss mal gucken, wer Abnehmer ist. Das ist einmal die Mühle. Die verbraucht 1524 Weizen. Und ja, irgendwas ist davon unterwegs. Ich glaube, 104 ist unterwegs und 287 ist vorhanden, ne? Also das wäre jetzt nicht das Problem, dann noch was draufzusetzen. Das würde hier noch funktionieren. Allerdings ist die nächste Geschichte, dass das Mehl abtransportiert werden muss. Und da warten noch genug. Also hier sind auch 24.000 landwirtschaftliche Artikel unterwegs, ne? Davon alleine 9.000 zur Brauerei. Da müssen wir nochmal da eher gucken, was hier von hier weiterläuft, ne? Adolf Zell, Südeuropa. Ich glaube, das ist wieder mal so eine Geschichte. Dann gehen wir hier zum nächsten Hof. Und hier liegt nämlich die nächste Klamotte, die dann wiederum weiter transportiert werden würde zur Klosterbrauerei. 251 Tonnen liegen da. Dann muss man gucken, wer da das hinbringt. Dann machen wir besser hier über die Details, ne?
Getreidebrauerei, da haben wir dann schon unsere Fahrzeuge, die das machen. Ja, das können wir auch schließen erstmal. Macht das auch zu. Das war ja alles in dem Sinne erfolgreich. So, da sind diese LKWs, die müssen wir dann gucken, wie wir damit klarkommen. Gerste oder sowas. Flachs geht auch, ist der gleiche LKW. So, das ist jetzt der mit dem Anhänger. Und das ist dann Getreidebrauerei. Und die fährt sogar miese ein, ne? Die Route. Jetzt hau ich da mal 5 Stück drauf. Oder auch 6. Starte die alle. Mach den zu und nehme diesen zum Depot. Oder zum Depot ist Blödsinn. Kann man gleich ausmustern. Kannst du auch ausmustern. Ausmustern. Kannst du auch ausmustern. So, dann ist sie weg. Und die fahren da jetzt die Strecke. Gut. Da kommen sie. Ich weiß nicht, ob die jetzt mehr laden können oder nicht. Das ist erstmal nicht unbedingt spielentscheidend. Spielentscheidend ist, dass wir hier schon wieder so einen blöden Stau haben, weil die Trasse hier nicht funktioniert. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe fast die Vermutung, dass wir da irgendwie einen anderen Einstieg machen noch oder so. Das funktioniert ja jetzt wieder gar nicht, ne? Schicken wir den mal weg und dann läuft's, ne? Der hat keine Linie. Auch interessant, oder? Wo fährt denn der hin? So, Radolfzell Süddeutsche, Radolfzell Norddeutsche Mühle. Zur Mühle sollte der fahren. Dümmelnhafen Markt. Süddeutsche Alte Getreidehof bräuchten wir jetzt. Da sollte er hinfahren. Gut. Macht er jetzt auch. Vielleicht lag es ja da dran, ne? Könnte sein, ne? Was hat der hier für eine Linie? Getreidehof Norddeutsche Mühle, okay. Die fahren trotzdem nicht. Das heißt, der war es nicht. Schick den mal zum freien Wegpunkt und dann gucken wir weiter. Dann kommt der Trecker auch nach, ne? Das ist also richtig schlecht hier mit den Fahrzeugen. Staut sich schon bis auf die Straße und liegt alles brach. Also das müssen wir hier nur umdisponieren. Das funktioniert falsch, ne? Definitiv. Es kann ja im Prinzip, könnte das ja ein Bahnhof sein, aber Anfahrt über zwei Wege oder wie, weiß ich auch noch nicht. Bin ich mir auch noch nicht sicher drüber. Lass erstmal hier fahren, dass die alle wegkommen. So, jetzt läuft's wieder. Erstmal, wer weiß wie lange, weil der steht schon wieder. Ja. Falsche Taste, Knopf erwischt da gerade. Lass mal schneller laufen, bis der erste Trecker da gleich wieder ankommt. Jetzt stehen sie nämlich da. Okay, da kommt ein anderer Wagen. Der fährt aber rein. Wer fährt dann los? Gute Frage, ne? Er hat den Laden. Okay, der untere, der fährt. Hat das wenigstens funktioniert. Stehen noch zwei.
Und es werden mehr. Jetzt kommen die Trecker wieder und die finden jetzt den Weg nicht rein. Wetten? Doch. Aber ich werde diese Trecker definitiv jetzt austauschen. Weil die sind mir zu langsam, auch wenn die dann vielleicht noch nicht unbedingt veraltet sind. Radolfzell, Süddeutsch, alter Getreidehofmühle. Lass uns das mal gerade machen. Den Anhänger dran und Radolfzell. Haben wir Radolfzell hier, da Radolfzell, Süddeutscher alter Getreidehof, Mühle. Und los geht's. So, und dann diesen Trecker hier. Oder mal besser auf die Linie klickern. Der ist voll, fährt aber nicht, weil er nicht weiterfahren kann, weil vor ihm einer steht. Das hat wieder gut geklappt, ne? Kommt er dann raus? Würde er, gut. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir die Trecker leer kriegen. Ausmustern. Auch ausmustern. Das können wir schließen, das Fenster. Genauso wie das und das. Oh, der ist schon leer, das ist schon mal gut. Der steht dann auch auf Ausmustern. Kommt dahin. Der kommt auch auf Ausmustern. Der auch Ausmustern. Der Unimog ist auch überaltert. Und die anderen sind alle neu. Der ist da, der ist da, der ist da, der ist da, der ist da und der ist auch da. Gut, läuft erstmal. Mal ein bisschen beschleunigen das Ganze, bis die Treckerchen weg sind, ne? Weg, weg und weg. Gut. So, jetzt stehen hier welche und wissen nicht, wie es weitergeht. Da steht sogar einer, der bringt was und kann er nicht bringen. Obwohl hier noch was frei ist, ne? Er muss unbedingt irgendwo, keine Ahnung wohin. Hier ist noch nicht mal ein Platz belegt. Zack, der fährt den nächsten Wegpunkt an. Dann ist der schon mal weg. Weil der steht auch schon Schlange, ne? Jetzt kann der vorrücken, vielleicht fährt der dann auch, weiß ich nicht, sieht nicht so aus. Na, dann ist es wahrscheinlich hier. Weil da steht ja auch schon einer hinter wieder, ne? Wenn der weg ist, dann kann der vielleicht fahren, oder? Ach, die stehen doppelt und dreifach da schon. Oh. Aber das war schon der richtige wieder. Hier müssten einfach mehr Zwischenlagerplätze, also uns mehr zwischengelagert sein, damit die sofort durchfahren können. Ist ein bisschen kaputt. Eigentlich sollte das ordentlich klappen. Aber die drei hier kriegen ja noch nicht mal Beladung jetzt, ne? Kommen die alle leer hier an, oder was? Ne, die haben was dabei.
Okay, da fuhr jetzt hier unten einer dafür. Hier ist wieder das Problem, wenn jetzt einer kommt und diese beiden anfährt, dann geht das nicht, weil die beiden nicht vollgeladen werden, ne? Das ist das Schlechte daran. Ist niemand da, der was bringt. Die kommen leer wieder und behaupten. Ja, jetzt haben wir wieder da schon den ersten Stau. Und das klappt nicht mehr, weil dieser hier nicht beladen wird. Der soll Getreide zur Brauerei bringen. Haben wir denn hier was für die Brauerei? Das ist die Frage. Nee. Dann kommt dadurch der Stau zustande. Das heißt, die Haltestellen, ja, lass uns mal noch eine da oben bauen dann. Und dafür müssen wir dann die anderen abreißen wahrscheinlich, ne? Vielleicht kriegen wir das noch anders geregelt. Na, weiß ich aber auch nicht wirklich, ne? Aber einen Versuch müssen wir gleich starten. Welcher war denn das jetzt hier? Ich glaube der, ne? Ne, der war es dann doch nicht. Dann muss es der gewesen sein. Passt oder passt nicht? Ja, passt. Dann mache ich das mal so. Der geht nicht. Doch, der geht. So, und dann müsste der da in der Mitte mal weggerissen werden. Nee, dass ich möchte, dass nur der Dingens. Ah, so geht's. So, das haben wir jetzt richtig gemacht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Straße nochmal bauen. Also die da und hoffen, dass es dann so vielleicht besser funktioniert. Aber glauben tue ich da auch noch nicht dran. Müssen wir mal schauen, ob das so klappen könnte. Weiß ich noch nicht. So, die fahren jetzt auch schon mal so kreuz und quer, wie wir gerade gesehen haben, ne? Das ist ja auch schon mal was. Vielleicht wird die Anbindung dadurch besser. Müssen wir dem aber hier erstmal nochmal den Weg zeigen, wo er lang fahren muss, damit es weitergeht. Vielleicht sollten wir den ersten wegnehmen, ich weiß nicht. Ich glaube, den nehmen wir weg. Und den auch. Vielleicht klappt so besser. Auf wen wartet der jetzt hier? Keiner weiß es. Deswegen fährt er jetzt mal weiter. Und der da, der wartet jetzt auch auf einer Stelle, die nicht mehr da ist wahrscheinlich. Das ist das Problem. Obwohl, der fährt durch. Der nächste fährt woanders hin. Ne, fährt auch erstmal durch. Läuft. Müssen wir gucken, ob es so besser ist. Ich weiß es nicht. Na, da steht einer in der zweiten Reihe jetzt. Das heißt, den schicken wir erstmal weg. Und gucken, was passiert. Ja, hier steht ja auch einer in der zweiten Reihe, ne? Aber vielleicht steht er auch noch von anno dazu mal da, weil da noch ein Dingens war. Könnte sein, ne? Hatten wir ja. Na. Schick sie alle weg. So, einer steht jetzt richtig. Jetzt mach das mal grad zu. Und jetzt lassen wir schneller laufen und gucken, wer da woher kommt und wohin fährt. Die fahren von da sowieso durch. Okay, es wird auf jeden Fall die Mittelspur genommen. Das ist schon mal gut. Steht immer nur der eine da. Und der soll zur Klosterbrauerei wahrscheinlich fahren, ne? Es bildet sich aber zurzeit kein Stau. Das ist schon mal sehr gut, ne? Gut. Wollen wir hoffen, dass sich das hier so erübrigt hat. Jetzt mit den Staus.
Ja, aber dann würde ich auch sagen, ist es für die Folge erstmal schon gut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.